Hallihallo, Hallöchen, meine Rambas. Schön, dass ihr heute mal wieder euch bei mir eingefunden habt zu Let's Play World of Warships. Und ihr seht heute ein Replay von Tiagar eingesendet mit seiner York. Und ich habe die York ganz bewusst hier jetzt als Replay ausgewählt, weil die ja wirklich verschrien ist. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, dann muss man vielleicht mal das für den guten Ruf tun und dementsprechend schauen, wie ist denn das Schiff? Ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen? Oder hat es sogar was drauf? Am Anfang wird natürlich wieder geskippt. So, die ersten Flugzeuge werden hier auch schon beschossen. Aber auch jetzt passiert noch nichts. So, und jetzt geht's los. Die wilde Fahrt. Wir springen sozusagen live jetzt rein. Wenn er hier auf die New Mexico schießt. Und er schießt hier die ersten Schüsse HE. Und das ist das Besondere an der York, mit der York kann man auch vom Kaliber wieder ordentlich was anrichten. Auch nochmal 5 Hits gerade da drauf. Nochmal auf die Miyoko allerdings. Die gingen in die Insel. Und der bleibt weiter auf der New Mexico. Er wird hier deutlich langsamer, wie man gesehen hat. Jetzt beschleunigt er wieder. Und auch da, die dürften auch noch ganz gut eigentlich kommen. Da ist der erste schon weg. Die Miyoko war da ein bisschen zu unvorsichtig. Ja, den ersten Damage, den hat er hier schön gehuntet. Und hier die Miyoko, die gegnerische, leider nur ein Torpedo, den ihr hier bekommt. Wichtig mit der York ist, dass man einfach sozusagen schon vorher weiß, wohin man die Kanonen haben will, weil die Kanonen, das ist das größte Manko, die unglaublich langsam drehende Geschwindigkeit. Also deswegen, wenn die vorher ausgerichtet sind und justiert sind, dann geht das schon. Man muss das einfach nur auf dem Schirm haben. Das ist ganz, ganz wichtig und elementar. Deswegen schießt er jetzt auf die Fubuki hier noch. Ah, ein bisschen zu kurz. Fubuki ist hier sehr zurückhaltend. Fahrt ja wirklich zurück. Er schießt dann nochmal blind hin, wo sie zuletzt gesehen war. Da ist er immer noch. Und jetzt trifft er auch. Also die Fubuki wird da auch natürlich von den Flugzeugen aufgemacht. Und nochmal ein Treffer. Und er denkt sich in der Mangelung schönerer Ziele, schieße ich nochmal auf die Fubuki. Bin ja gespannt, ob der auch nochmal blind hinkommt. Ne, der nicht mehr. Fubuki fährt jetzt auch raus, wie man sieht. Jetzt hat er alle Möglichkeiten wieder seiner ganzen Rohre ausgerichtet auf die Fubuki, aber ne. Nicht mehr. Wir spulen wieder etwas. Jetzt haben wir die Fubuki. Ja, das ist ein auserkorenes Ziel, wie man sieht. Hinten ist sogar der Flugzeugträger mittlerweile offen. Aber auf die Distanz 12 Kilometer ist einfach undankbar, auch wenn die Fluggeschwindigkeit verhältnismäßig fix ist. Aber jetzt geht er auf die Miyoko, meines Erachtens auch die bessere Wahl. Und setzt hier ein bisschen den Fächer, ein bisschen weiter links eine Salve, ein bisschen weiter rechts an die andere. Und die rechte, da kommt eine Granate noch an. Nee, da ist die Insel, mein Freund. Genau. Das klappt nicht. Ja, aber jetzt hat er mit der New Mexico eigentlich ein sehr schönes Ziel hier wiederum. Er schießt ja verhältnismäßig viel HE, wie man sieht. Ist ja auch jetzt hier vom Winkel und so absolut legitim. Aber da merkt man auch mal wieder das Thema der Deutschen. Keine Brandschäden, also bisher 21 Hits. Bisher hat noch keiner gebrannt. Vielleicht ist endlich mal bei der New Mexico so. Ne, wieder 4 Zieltreffer. Natürlich Schaden, aber keine Brände. Und jetzt für diese Situation, wenn die Miyoko so fährt, könnte man auch schön mal vielleicht auf AP umladen. Aber er... Boah. Bloß nur nicht sein eigenes Teammate torpedieren. Ob er den gerade auch so gesehen hat, das wage ich zu bezweifeln. So. Die kommen, jetzt kommt auch noch eine Insel. Das ist jetzt das typische Alcaramba-Ding eher.
Man achtet so lange aufs Game, bis auf einmal dieser Alarm auslöst und dann auf einmal merkt man, oh, oh. Ich muss ja noch lenken. So, wie gesagt, Basisverteidigung, alles HE. Eben keine Brände. Und jetzt auf AP und die kommt, dreht schön ein. Ah, noch nicht so wie gewollt, aber bei 6 Kilometer, ich sag, die nächsten geben Zitadellen. Von der Höhe kommt's gut. Richtung Türme gezielt. Ah, bisschen zu weit. Bisschen zu weit vorne. Oh, jetzt kommen aber. Okay, jetzt dürft's eh erledigt. So, und da ist eine Zitadelle gewesen. Ja. Der Schaden, der war brauchbar. Ich dachte schon vorher, die war so schön eingedreht, dass da schon die Zitadellen-Hits kommen. So, jetzt wird er weiter auf die Kongo gehen, muss aber hier auf die noch befindlichen Torpedos aufpassen. Deswegen ist er verhältnismäßig langsam gerade, ist auch voll eingeschlagen. So, die North Carolina hat da sozusagen einen abgefangen. Und jetzt hat die North Carolina, der arme Hund, so eingebremst, dass der, ja, dass beide Flugzeuge den auch wirklich treffen. Satt. So, Kongo kommt zu den Hit. Er könnte meines Erachtens hier die Torpedos nochmal launchen. Bevor er das auf die andere Seite. Aber er dreht wieder bei, dass er wieder mal seine... Man hat es gesehen, wie lange er nach rechts ausgeht, aber wie langsam diese Türme drehen. Das ist unglaublich ekelhaft. So, und jetzt muss er hinten den Pummel rumziehen, dass er auf den auch doch kommt. Übrigens, kleine Empfehlung hier, ruhig auch mal AP jetzt auf die Distanz, kann man auf eine Kongo schön mit AP eigentlich zimmern. Muss nicht immer HE sein. Jetzt hat er mal den ersten Brand ausgelöst, wenn ich das richtig sehe. In dieser Runde. So, jetzt hat er kurz überlegt, Torpedo, aber er denkt sich, ne. Die hau ich weg. Aber wie gesagt, der Schaden gar nicht so dramatisch viel. Also wie gesagt, ganz klar, jetzt lädt er auch AP und ich bin gespannt, was die nächste Salve an Damage macht. Das werden wir jetzt sehen. Ja, schade, jetzt brennt er eh schon so weit weg, dass es schon fast wurscht ist. Aber da geht's dann ganz einfach. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. So, jetzt hat er einen Doppelbrand gehabt, musste den natürlich löschen von der Ober da hinten. Problem gelöst. So, und jetzt dreht er wieder rüber, also jetzt tendenziell wieder die Kanonen am Drehen. Aber es dauert alles lang, es dauert wirklich lang, bis er die mal auf der Seite hat, auf der er es gerne haben wollen würde. Und natürlich auch die Tendenz, 15 Kilometer wird immer weiter weg. So, da ist er wieder offen. Da hat er ganz Glas Wasser getroffen, aber mehr auch nicht. Also Schiffe versenken. Eher noch nicht der Fall. So, und jetzt hat er sich auch wieder auf seine HE-Granaten eingegroovt. Nee, würde ich an dieser Stelle nicht so machen. Wäre ich ganz klar der AP-Verfechter. Weil wenn die von oben auch schön einschlagen, auch mit dem Winkel her, da kann man schon doch den ein oder anderen HP-Pool meines Erachtens mehr abziehen. So. Wenn sie so wie jetzt fährt, also nur mit dem Arsch zu euch, dann ja, dann kann man ruhig mal AP, HE nutzen. Aber wenn sie jetzt so eindreht, wie jetzt wohl gerade passiert, ruhig AP, Jungs. Ruhig AP. Nicht zu viel Angst vor AP. So, haben wir jetzt gerade wieder gesehen, er hat einen Treffer gemacht und keinen Durchschlag, beziehungsweise keinen Schaden dabei ausgelöst.
Er wird gerade verdammt langsam. Oh, da hat er die Nürnberg. AP, komm, bitte. Nutz AP. Man sieht auch in der Endauswertung, die HE-Granatentreffer deutlich mehr als die AP. Logisch sieht man ja auch hier vom Umladen her. Jetzt lädt er AP. Gerade auch die Nürnberg ist prädestiniert dafür, mit AP beschossen zu werden. Jetzt auch sogar ein Brandschaden. Jetzt kommt sie natürlich jetzt leider nicht mehr so schön seitlich. Oh, jetzt dreht sie nochmal ein, dass er auch mit den hinteren Geschützen rumkommt. Ja, perfekt. Ja. Drei Treffer, eine Zitadelle, 8000 Schaden. Und er bleibt auch noch so. Ideal. Ah, der war noch nix. Und nochmal mit einem Hit 5500. Und man sieht schon, er auf die Wasserlinie. Und die kommen gut, die kommen gut. Hätte ich jetzt sicher gedacht, dass das ein Zitadellenhit wird. Ist schön auf die Wasserlinie gehalten. Naja, aber der wird ihn killen, ja. Und jetzt hat er da drüben noch die New Mexico. Da ist er nicht alleine, sondern er hat hier noch neben sich, was hat er da? Die Colorado. Oh, und angezündet sogar. Und jetzt geht ein Close Combat, jetzt wird spannend. 4 Kilometer treffen, trennen die beiden noch. New Mexico ist aufs Land aufgefahren. Das ist jetzt für die New Mexico eine ganz beschissene Situation. Und genau deswegen ist sie so beschissen, weil jetzt kann er natürlich seine Aale ins Wasser feuern. Und das Einzige, was die New Mexico jetzt gerade aktuell noch machen kann, ist rückwärts fahren. Und beim Rückwärtsfahren wissen wir alle, da hat man nicht unbedingt die beste Manövrierfähigkeit. Das heißt, der fährt jetzt rückwärts, fährt ein bisschen schräg links. Hoffentlich hat er da, ja, zwei Treffen auf jeden Fall. Und jetzt hat er sogar nach links seine Torpedos ebenfalls noch. Drei haben sogar getroffen. Jetzt ist er aber unglaublich seitlich zum Gegner. Also da muss er auch aufpassen. Das kann stark bestraft und schnell bestraft werden. Aber ja, da war es auch schon geschehen. Der Flutschaden hat ihn wahrscheinlich dahin gerafft. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Und jetzt ist nur noch der Flugzeugträger alive. Da, was? Okay. Also. Okay. Ja, da hat der eine einfach nur mal schießen wollen. Und dementsprechend, ja, also wirklich eher kurios. So, da hinten geht die Independence jetzt down. An dem Kill hat er jetzt keinerlei Bewandtnis mehr. Game dauert noch 3 Sekunden dementsprechend. Hier also das Ende. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Tolle Basis-XP, schöne Kills, tolle Torpedo, toller Infight. So wie sich das gehört. Vielleicht ein bisschen mehr AP, aber am Ende sieht man, man kann auch mit der York was anfangen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß und macht es gut. Euer Alcaramba.